Moin, moin, liebe Leute. Machen wir dann eben aus dem Let's Test ein Let's Play und spielen Octodad weiter. Es ist nämlich... Oh, ich habe die Vase umgeschmissen. Hey, ich bin unterwegs. Ist nämlich auch nicht lange. Es ist, dürfte jetzt noch dieser eine Part sein. Dann sind wir damit schon durch. Ist halt ein kleines Indie-Game. Und oh, jetzt gehen wir erstmal ins Kinderzimmer der Kurzen. Natürlich ganz leise und so. Daddy, help! I went to take my nap, but Tommy told me there were monsters in my room. Can you check anyway? Ich guck nur Monstern. My octo doll? I can't let go of it or the monsters will get me. Weißt du Bescheid? Ich sollte das ganze Let's Play so reden. In Octo. Octopussisch klingt falsch. Check the closet for monsters. Hier, mach auf. Was? Ich will... wie macht man diesen Schrank auf? Oh, hier ist gerade arschlautes Gewitter, wie ich höre. Komm, mach die Tür auf, verdammt. Ist doch nicht wahr. Hallo. Muss ich den Türknauf drehen oder so? Nein. Kann man da einfach reingehen? Ach, hier muss ich erst hin. Ach, das ist der Closet. Damit. Go away. Was sind... We will meet again, Octopus. Ja. Closet cleared. Alles klar. Au! Verdammt! Aua! Dammit! Ja, hier, warte. Unicorn und so kriegst du... Kriegst dein Einhorn. Ich komm erstmal runter hier. La la la, halt die Fresse, Donner! Was für Spiders? Geht weg. Er mag schon spinnen. Geht ihr weg von meiner Tochter? Nein. Tu nicht so. Danke. Waren das alle? Nein, natürlich nicht. Geh weg. Geh weg. What the fuck? Boah, das ist echt... Oh nein, nein, damit! Geh weg! Ach, verdammt. Geh weg! Geht ja noch. Stacy is skill scared. Find any storybook to read to calm her down. Ich gehe auf die Suche. Warte, hier ist ein Buch. Ich drehe den Tisch um, um das Buch zu kriegen. Ja gut, dann nehme ich es halt. Animal Charm. Tiere ist immer was Gutes. Ich bin da. Alles klar. Okay. Ich versuche leise zu sein. Lass das verdammte Buch los. Ich muss erstmal die Toy-Kiste finden. Ach da. La la la. Ja, warte, ich hab's gleich hier. Gib das.
What? The Blue Dolphin Doll. Das ist nicht die Blue Dolphin Doll. Das ist ein Roboter. Da, da, nein. Ich will den. Den will ich. Den. Genau. Replace the doll with a new toy so your daughter doesn't notice. Okay. Machen wir. Da, ich bin unterwegs. Nyet. Nyet. Ich hänge hier irgendwo. Okay. What? Hier willst du nicht lieber den haben? Ich nehme dann den mit. Quietly escape. Ich bin gleich weg. Töchterchen. Ich bin gleich weg. Halleluja. Ja, geschafft. Journal checken. Bild der Mannequin. Mach ich. Alles klar. Dazu brauche ich... Er baut eine Puppe, damit er im Keller am Geschenk arbeiten kann. Da. Ja, hab ich. Da. Guck mal, mit einer Hand. Puh. Hi, Stuhl. Könntest du... Muss ich dich leider wegtreten. Ah, ich dachte, er kann ich den zum Fliegen bringen? Nein, kann ich nicht, schade. Gob. Ja, du auch. Ah. Und die Banane. Und sie will... Nee, und sie isst... Ich weiß es nicht mehr. Die Banane... Ja. Mannequin completed. Octodad! Squishy boneless octopus, if you are really human, then you pass this one test. Soll ich den Gag mal bringen? Wann kommt Brink? Okay, jetzt muss ich eine Leiter besteigen. Was mit der Steuerung wahrscheinlich nicht so ganz einfach wird. Mal schauen. Ach, okay, das ist so eine Leiter. Das müsste doch gehen. Komm. Ach. Nein. Okay, hier könnte es sein, dass ich mal versage. Na, komm. Ist doch nicht so schwer. Komm. Komm. Ich bin oben. Ha. Was sagst du jetzt? Hey, cool. Ich bin gut. Sushi. Sushi. Die Puppe. Octopus. What are you, an idiot? Dad's a regular human. I don't like your hat. Schmack dein Hut nicht, verpiss dich aus unserer Bude.
Wir essen heute Kalamari. Your family is crazy! I get my revenge on all of you! Octodad! Okay, langsam wird's alt. Darling, you're wearing your fancy suit. Oh, you dressed up for me? This reminds me of the time that we met. Do you remember? Oh, I can picture every detail of it. I was stowed away on that fishing boat. Ja, und das war auch schon Octodad. Und hier kann man noch so ein bisschen blöd durch die Gegend laufen. Ich tanze. Ja, und das war Octodad schon. Ihr wolltet mehr sehen, also habe ich den zweiten Part davon auch nochmal gemacht. War jetzt nicht mehr viel, aber so können wir es jetzt ein Let's Play nennen und nicht mehr ein Let's Test. Ja, und ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ihr irgendwie mehr Indie-Games kommt, wo kommst du denn jetzt wieder her? Dann, irgendwelche kostenfreien Indie-Games oder so. Irgendwas, was ich mal zocken soll, schreibt mir in die Kommentare und ja. Was sonst so kommt, ist ja, Zufall, was ich halt so für einen Scheiß finde. Und ja, wenn ihr mir dabei helfen wollt, immer gerne. Ansonsten werden wir sehen, was noch kommt. Ich bin immer auf der Suche nach merkwürdigen Geschichten, merkwürdigen Spielen. Und ja, danke fürs Zusehen. Und tschö. I love you.